Willkommen zu einem neuen Video. Wir machen heute Sauce Hollandaise. Die kann man ja das ganze Jahr verwenden. Zum Beispiel für Geflügelgerichte, Fisch- und Krustentiere. Allerdings zur Spargelzeit ist natürlich der absolute Hammer. Wir brauchen einen Schlagkessel, ein Wasserbad und einen feinen Schneebesen. Zuerst zerlassen wir unsere Butter, das heißt, wir erwärmen sie, dass sie flüssig wird und später unter unsere Masse untergerührt werden kann. Dann trennen wir unsere Eier. Hierbei ist darauf zu achten, dass wir wirklich frische Eier nehmen, frische Produkte. Wir wollen ja keine Salmonellen züchten und unsere Gäste vergiften. Wer auf der sicheren Seite sein möchte, der kann auch pasteurisiertes Eigelb nehmen. Ein Schuss Weißwein und schon geht die ganze Sache auf unser Wasserbad. So, hier müssen wir natürlich auch aufpassen. Ein zu schwaches Aufschlagen hat zur Folge eine mangelhafte Bindung und Volumen. Ein zu heißes Wasserbad lässt das Eigelb stocken, dann haben wir nämlich nachher Rühreien. Und ein übermäßiges Erwärmen, das nennt man noch Überrühren, verhindert das volle Aufschlagvolumen. Lässt die Eigelbe zu stark abbinden und die Soße gerinnen. Dann, wir haben jetzt hier 30 Eier, die wir mit der Hand aufschlagen. Man sollte auch wirklich die Hollandaise mit der Hand aufschlagen. Also ich habe da mal so einen Spinner vom Koch kennengelernt. Der hat die ganze Sache mit einem Handmixer aufgeschlagen. Er sah von oben bis unten aus wie Sau. Das Küchenumfeld sah aus wie Sau. Aber so viel ich weiß, arbeitet er heute als Hausmeister, obwohl er damals so blöd war, einen Pfannengriff anzuschrauben. So, jetzt sind wir dabei, unsere zerlassene Butter unter die Masse zu rühren. Wir sagen dazu fadenförmig. Ne? Man sieht es hier so schön. Lässt man die Butter einlaufen. Dadurch entsteht eine hervorragende Emulsion. Die Butter darf nicht zu heiß sein und zu schnelles Unterrühren trennt die Emulsion. Das heißt, die Soßenbindung bricht oder man sagt im Küchenjargon, die Hollandaise ist abgeschissen. Schön tröpfchenweise unterrühren. Abschmecken mit Salz. Zitronensaft, bisschen Tabasco. Und dann gibt es ja diverse Ableitungen, weil unser Hollandaise ist ja eine Grundsoße und aus der Grundsoße kann man noch eine würzige Variante machen, zum Beispiel mit Zugabe von Wein und Kräutern. Dann hätte man eine Sauce Bernese mit Dijon-Senf und geschlagener Sahne, dann hätte man eine Dijon-Soße. Oder mit wenig warmer Fischsoße und Kaviar hätte man eine Kaviar-Soße. Ansonsten gibt es ja zig Ableitungen und man kann sich auch selber austoben. Viel Spaß beim Nachkochen. Es ist keine einfache Soße, muss man dazu sagen. Aber wenn man es kann, dann ist es echt toll.